Vibrator-Dildo. Den können andere User steuern. Kannst du eine sexy Krankenschwester gerade gebrauchen? Ich hatte zum Beispiel schon zwei Drehs. Die haben vorher so auf dicker Hose gemacht. Der eine hat den nicht hochbekommen. Ganz langsam für dich aus. Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen heute zu neuen Video, Freunde. Heute haben wir eine ganz besondere Möglichkeit, und zwar werden wir heute eine Dame kennenlernen, die im Video Schmuddelfilme dreht. Es ist echt heftig, weil die Dame wirklich erst 19 Jahre alt ist und wir die Möglichkeit haben, sie jetzt privat zu Hause zu besuchen, zu gucken, wie ihr Alltag ist und was sie so vor der Webcam für Geschichten macht. Ich bin echt gespannt, deswegen würde ich sagen, wir labern gar nicht lange rum und starten direkt rein ins Video. Let's go! Bisschen überfordert, sag ich euch wie ehrlich, wir stehen hier gerade im Treppenhaus, wir gehen jetzt hoch zu der Dame. Der Puls ist ein bisschen hoch, ich finde es gerade ultra, ich bin ein bisschen überfordert, Digga. Viel Spaß, schöne Neubau. Hi. Hallo! Alles gut? Klar, bei dir? Ja, passt. Komm rein. Digga, ich muss schon mal sagen, sieht voll schön hier aus. Danke. Scheint auf jeden Fall zu laufen, deine Geschichte, ne? Das Ding ist, ich habe ultra viele Fragen. Ich finde es ultra interessant, was du machst. Okay. Und deswegen, ich muss erstmal ankommen. Das Ding ist, ich glaube, für beide ist es ein bisschen eine ungewohnte Situation. Sie hat sich auf jeden Fall jetzt eine bequeme Hose angezogen. Ist das schon mal entspannt. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, wer bist du denn und was machst du? Hi, ich bin Lia Engel. Ich bin 19, wohne in Mainz und ja, ich bin Pornodarstellerin. Genau. Wie lange machst du das schon erstmal? Ich bin jetzt über ein Jahr dabei. Ich sag dir ehrlich, ich habe unfassbar viele Fragen, weil ich mir denke, so, du bist absolut noch 4 Jahre jünger als ich. Wie bist du in diese Szene erstmal so ein bisschen reingekommen? Weil ich sag mal so, hast du am Anfang erstmal Videos so ein bisschen geguckt oder wie kommt man in sowas rein? Also Pornos gucken macht ja jeder, würde ich sagen. Keiner redet drüber, aber trotzdem macht es jeder. Keine Ahnung, ich habe halt auch nicht direkt angefangen, so mich beim Sex zu filmen, sondern, also ich hatte eine Freundin, die war schon in der Branche und die hat so gesagt, hier, willst du nicht mal was Neues ausprobieren, weil ich zu dem Zeitpunkt selber noch total unerfahren war. Ja, dann hat sie halt so gesagt, so ja, du kannst ja zum Beispiel erstmal strippen und dich erstmal langsam ausziehen und so. Okay. Ja, okay. Vor der Kamera oder was? Ja, genau, vor der Kamera. Okay. Keine Ahnung, ich war immer schon so ein bisschen freizügiger, sage ich mal, aber du kannst ja als normales Dorfmädchen nicht einfach irgendwie mit Unterwäschebilder auf Instagram anfangen. Hm. Da wirst du halt direkt verurteilt. Du hast mit Unterwäschebilder begonnen oder hast du mit Strippen dann auf dieser Webseite begonnen? Was ist überhaupt dein richtiger Beruf jetzt? Hauptberuflich mache ich eine Ausbildung als Hotelfachangestellte. Okay. Entspannt. Ja, ich wollte mir halt was dazu verdienen. Ich habe auch am Anfang noch in einer WG gewohnt, als ich nach Mainz gezogen bin. Dann habe ich mich auf dieser einen Seite angemeldet. Habe dann da angefangen, in die Cam zu gehen, mit den Männern halt. Zu interagieren. Ja, genau. Aber ich habe nicht direkt so volle Lotte rein, sondern... Erstmal ausgezogen, oder was? Ja, genau. Ich habe dann immer erst so ein bisschen mit meinen Reizen gespielt. Okay. Und ja, dann hat sich das halt alles so entwickelt. Das ist über Webcam und die Leute geben dann Geld, um überhaupt in diese Webcam reinzukommen, oder was? Also, jetzt halte ich fest, wenn ich dir jetzt die Preise nenne. Also, es gibt halt einen öffentlichen Chat, da kann jeder reinkommen und dir halt zugucken. Da kannst du halt deine Preise zwischen 1,49 und 3 Euro die Minute auswählen. Die Minute? Ja. Holy. Und dann gibt es halt noch einen Privatchat. Ich nehme halt für jeden Privatchat 5,99 die Minute. Und wie lange steht da so jemand drin so? Ja, es kommt halt drauf an. Die meisten sind halt so Schnellspritzer, sag ich mal. Ah, da haben wir auch jemanden hinter der Kamera, das werden wir sehen. Es gibt natürlich auch Männer, die ein bisschen länger drin bleiben. Also von 2 bis 45 Minuten hatte ich schon alles. Aber Bruder, wer ist denn bei 2 Minuten da schon? Theoretisch schlauer, muss halt weniger zahlen, so, ne? Ja, wie oft hat man da so ein Privatchat? Wenn ich jetzt einen Abend 4 Stunden vor der Cam bin, bestimmt um die 20, 30, 40 Privatchats. Aber du musst halt, also das geht natürlich nicht alles an mich. Die Seite bekommt ja... Wie viel? Hälfte? Darf ich nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass da drinnen voll viel so Verrückte sind. Ja. Auf jeden Fall werden wir später nochmal reingucken in die Webcam, was da Leute für Sachen schreiben und wie das Ganze funktioniert. Ich hätte schon ein bisschen Angst so als Frau, weil ich glaube, da sind teilweise vielleicht Verrückte dabei, die sie so ein bisschen, die denken vielleicht, dass du ihnen gehörst oder sowas. Ja, genau. Also ich hatte auch schon einen Stalker hier vor der Tür. Dann hatte ich irgendwie mal ein Bild von meinem Auto auf meinem Instagram-Feed. Ja, und dann muss er nur durchs Gebiet laufen und sieht halt das Auto, ne? Meine ganzen Nachbarn sind vertraut. Ich habe dann einen von denen angerufen, weil der gerade zu Hause war, habe so gesagt, ich so, hey, hier läuft jemand vor der Tür rum, kannst du das mal bitte beseitigen? Aber was war das für ein Typ? Der war übel krank. Also wirklich, der hatte mir auch vorher schon geschrieben, warum ich nichts mit ihm machen will, dass er sich umbringen will. Und der Nachbar ist dahin gegangen, hat ihm gesagt, hier, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wo du arbeitest. Wenn du nochmal kommst, dann vor allen Dingen als Frau so, was soll ich machen, wenn hinter der nächsten Ecke irgendwie ein Mann wartet auf mich und denkt, der kann sich auf einmal holen, was er will. Hast du Kontakt jetzt zu deiner Familie so, oder? Also bis jetzt hat mein Vater oder meine Mutter mir noch nichts gesagt.
dass sie es wissen oder dass sie es rausbekommen haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie es erfahren werden. Ach, die wissen es noch gar nicht, denkst du, gehst du davon aus? Auf jeden Fall einen riesen Aufstand, weil meine Eltern sind sehr, sehr konservativ. Aber hast du nicht Angst vor diesen Konsequenzen vielleicht? Ich weiß nicht. Oder was, dass du Angst hast, deine Eltern zu verlieren? Also das wird auf jeden Fall passieren, dass sie mich verstoßen werden, denke ich, wenn es rauskommt. Aber ich bin so glücklich, wie es halt momentan ist. Und wenn meine Eltern dann halt sagen, sie wollen ihre eigene Tochter nicht, nur weil sie den Berufsweg nicht nachvollziehen können, dann ist das für mich auch keine richtigen Eltern. Also. Wie lange siehst du dich da drin? Also ich weiß nicht, was nach der Ausbildung ist, aber ich würde schon sagen, ich sehe mich auf jeden Fall in den nächsten 5 bis 10 Jahren da. Du hast jetzt quasi nur einen Drehpartner oder wie funktioniert das? Hast du? Ja, also ich habe einen festen, mit dem ich die meiste Zeit halt drehe, den ich halt immer wieder rufen kann und so weiter. Das ist halt am unkompliziertesten. Ja, aber ist das auch dein Freund oder habt ihr... Nee, wir sind Geschäftspartner. Er hat eventuell auch noch ein paar Girls nebenbei oder so, keine Ahnung. Aber wenn ich dann irgendwie mal mit jemand anderem drehen will, sagt ja auch nichts dazu. Also der kommt später auch noch dazu, hast du ja gemeint? Genau, ja, genau. Okay. Und wie viel würdest du jetzt sagen, allgemein so, mit wie vielen Partner hast du überhaupt schon so ein bisschen... Also ich habe ja einen festen Drehpartner. Hm. Ich hatte noch so 2, 3 andere Mal dazwischen und halt meinen ersten Freund. Wann war dein erstes Mal so? Mein erstes Mal war mit 17. Die Sache ist ja dann, ist ja nicht viel meine Zeit. Eltern, also viel früher hätte das gar nicht funktioniert. Hat man nicht sogar dadurch, dass die Eltern so einem das so ein bisschen verbieten, diesen extra Reiz, dass man vielleicht in diese Schiene kommt? Weil ich habe das Gefühl, wenn du etwas immer verbietest, es steigert sich so krass die Lust, dass du irgendwann vielleicht dort so ausbrichst. Ja. Würdest du selbst von dir sagen, dass das so ein bisschen so war? Oder? Auf jeden Fall. Das ist genau dieser Punkt so. Ja. Krass, Mann. Warst du schon mal richtig verliebt oder war das für dich immer Sex, dass das nur so entspannt ist? Oder? Nee, also ein erster Freund, mit dem ich dann auch mein erstes Mal hatte. Das war schon, würde ich sagen, Liebe. Und danach fing das dann halt, weil ich wollte so schnell wie möglich so viele sexuelle Erfahrungen sammeln und dann habe ich halt damit angefangen. Okay, ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter, gucken den Arbeitsplatz jetzt an. Ja. Den zeigst du am besten mal und dann gucken wir, wie es weitergeht. Sieht eigentlich ziemlich aus wie so ein normales Mädchenzimmer, ne? Das sind hier deine... Ja, ich habe schon ein bisschen was rausgesucht. Ja, ist so das Reizwäsche oder wie nennt man das? Ja, genau. Das sind meine Strümpfe, meine Wäsche. Zeige ich euch gleich. Willst du uns vielleicht mal kurz deine Spielesammlung vorstellen oder so? Okay. Hier unten sind meine Spielzeuge oder mein Arbeitswerkzeug. Also ich muss mal, kannst du mal das rechte Ding da kurz nehmen, das große? Hier das. Also das kommt nirgendwo rein, ne? Das ist ein Vibrator. Ich merke gerade, Digga. Und wie oft wird der verwendet in der Woche? Den benutze ich wirklich nur, wenn ich nicht arbeite. Okay, interessant. Was haben wir da noch alles so ja, zu sehen? Ja, genau. Meine Dill-Plugs. Den hier habe ich tatsächlich noch nicht verwendet. Aber den. Das hier ist so den Vibrator. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. den können andere User steuern. Über die Website zum Beispiel. Ach, jetzt verstehe ich das. Und da muss man für extra zahlen? Oder wie funktioniert das? Was ist das da links hinten? Auch ein Vibrator? Das hier ist ein, kennst du Womanizer? Ich kenne nur diesen Satisfier. Ja, genau, Satisfier, genau, ja. Genau, ich das kenne, genau. Okay, und was haben wir hier noch Schönes? Das sind Stiefeletten. Ja, genau, gibt es auch verschiedene Fetische. Dann. Ach, das ist die Webcam? Genau. Und dann chillst du quasi hier, oder was? Ja. Auf jeden Fall bist du auf mehreren Portalen tätig, sehe ich gerade. Ja, genau, ich mache Multicam. Über mehrere Webseiten die gleiche Cam wirst du laufen, oder was? Genau. Und wenn ich dann zum Beispiel hier auf der Seite privat gehe, mache ich hier kurz auf Pause, damit die halt nicht dann im öffentlichen Chat direkt alles sehen. Ich glaube, das läuft alles ein bisschen wie so ein normaler Livestream ab, so. Also ich glaube im Endeffekt bloß halt auf einer Erwachsenen-Schiene, sag ich mal, ne? Okay, leg erstmal los, mach mal deine Vorbereitungen. Dann kannst du ja dein bestes Outfit dann auch mal zeigen. Okay, du hast dich jetzt mal eingekleidet, vielleicht zeigst du mal kurz. Ja. Ich habe mich noch nicht einmal getraut hinzuschauen, Digga. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das durchhalte. Ich habe eine Freundin, ich bin glücklich, das wissen alle. Brauchst du auch ein bisschen Eingewöhnungszeit, um dich daran zu gewöhnen, oder kannst du jederzeit? Ich kann eigentlich jederzeit. Interessant. Ich starte meinen Stream und warte dann darauf, dass die User halt reinkommen. Was genau ich jetzt mache, kann ich eigentlich nicht sagen, weil was die Leute sehen wollen. Und du bist auch für alles offen, sagst du? Es gibt natürlich Leute, die wollen KV, Kaviar. Kaviar? Also Code-Spielchen. Digga. Sowas mache ich halt zum Beispiel nicht. Oder, hier ist der erste. Hey Olli, na? Guck mal, was Schönes für dich angezogen habe. Gefällt dir das? Bist du schon hart? Oder soll ich dir dabei helfen? Sehr? Was machen wir denn da? Kannst du eine sexy Krankenschwester gerade gebrauchen? Dann ziehe ich mich doch erstmal ganz langsam für dich aus.
Ich bin immer weg. Bruder, ich muss mal kurz hier ein bisschen an die frische Luft, Digga. Das ist ja schon ein bisschen komisch, ne? Es ist ein ganz komisches Klima für mich. Ja, aber Junge, wie krass ist das? Du bist ja drinnen geblieben, ne? Heilige Maria. Ihr könnt euch ja vorstellen, in welche Richtung das jetzt weitergeht, ne? Dann sehr interessant. Okay, dann, okay, stark. Also du erfüllst dann jeden Wunsch, den die dir sagen? Schon einige. Was ist denn so das Verrückteste, was die so schreien? Jemand wollte, dass ich in Fischöl einreibe und in eine Hüpfburg schmeiße. Und die Hüpfburg dann die Luft rauslasse, damit sich dieses Gummi um seinen Körper legt. Und so weiter. Vorgestern hatte ich einen Sklaven, der wollte, dass ich ihn händisch kastriere. Ihm seine Eier zum Kochen gebe. Hä, hey, ja, was soll das? Die wollen halt so auf extremste Weise gedemütigt werden. Zum Beispiel, ich hatte auch mal jemanden, der hat so gesagt, ja, ich würde gerne meine kleine Schwester ficken. Die war erst 13 oder so. Mm. Sowas muss man natürlich direkt blockieren. Ich habe dir sofort dem Support gemeldet. Ich hatte auch schon einen Vater, der gesagt hat, ich würde gerne meine Tochter. Die einzigen Fetische, die ich kannte, waren Füße und so weiter, halt die normalen, ne? Vielleicht einmal ein, zwei Fragen an dich, ne? Du zeigst ja dein Gesicht eigentlich nicht, ne? Genau, ich bin nur der Schwanz der Kamera. Kannst du auf Knopfdruck, kommt es bei dir hoch oder wie ist das? Du kannst auf jeden Fall ein Video drehen, nicht mit privatem Sex vergleichen. Und da musst du drauf achten, ist der Winkel gut, sieht sie gut aus, ist mein Bauch im Weg. Das heißt, du bist mit dem Kopf gar nicht bei der Sache. Also ich musste auch schon das ein oder andere Mal mir eine Pille schmeißen zum Beispiel. Jetzt wollte ich gerade fragen. So, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie kein Hoch bekomme oder so. Ja. Es geht halt um die Situation und es lässt sich einfacher arbeiten, wenn das Ding einfach knüppelhart ist wie eine Litfaßsäule und du dich auf das Drumherum halt konzentrieren kannst. Ich hatte zum Beispiel schon zwei Drehs. Die haben vorher so auf dicker Hose gemacht und haben gesagt so, boah, ich hab richtig Bock mit dir zu drehen, das wird total geil. Der eine hat den nicht hochbekommen und der andere, die Aufnahmen waren ungefähr so, weil er nicht filmen konnte. So. Deswegen für mich ist es halt am einfachsten mit ihm. Wenn sich mal was anderes ergibt und da kommt was Ästhetisches bei raus, okay, aber so. Hast du auch so gewisse Vorlieben? Also Fetische so an sich habe ich nicht. Ich stehe halt eher auf diesen intimeren, leidenschaftlicheren Sex. Ich will mal hier ein bisschen gucken. Ihr müsst euch halt vorstellen, die haben alle ganz interessante Namen. Der eine ist zum Beispiel Vaginalbefruchter. Oder der andere, Nils-Sklave. Dann haben wir den BDSM-Gott. Die schreiben dir ja wirklich in Minutentakt. Du sagst, der BDSM-Gott, der ist ein ganz wilder. Der nette Herr ist 22 Jahre alt und schickt hier Sachen von... Auf jeden Fall schickt er hier Bilder, wie er mit ihr machen will. Und man sieht hier ganz klar, ich versuch's mal zu beschreiben, wie eine Frau nach vorne gebückt mit Ledersachen im Mund und auch um den Brustbereich. Hinten ist sie quasi entblößt und der Mann stranguliert sie. Hier etwas ganz Verstörendes, wie eine Frau, ich glaube, das soll ein Feuer darstellen, unten an ihrem Vagina. Bereich. Man sieht, es ist deutliche Demütigung von einer Frau, die kopfüber hier einfach gefesselt ist und das möchte er anscheinend mit dir machen, oder wie ist das? So. Das war dir auch zu viel, oder? Also, auf jeden Fall. Macht dir das aber dann auch Spaß, oder? Ja, natürlich. Ja? Wir bezahlen pro Nachricht 1 Euro. Pro Nachricht 1 Euro? Der schickt einfach mal 4 Bilder, die gar keinen Sinn machen, wo du einfach dann schreibst, oha, Baba Job, Digga, sag ich dir ehrlich. Sie hat zum Beispiel einem Mann befohlen, dass er sich Wäscheklammern holen soll. Aber nein, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Warum zeigst du mir das? Alter, da ist ein männliches Glied. Ist das so? Und dann wurden hier Klammern reingemacht. Das tut doch weh. Sehr gut, du ehrenloser Wichser. Wie geil ist das denn? Die wollen echt beleidigt werden. Ja, ey, ich habe so einen, der schreibt mir auch immer noch zwischendurch. Der will ein kleiner Winzling sein und durch meine Körperöffnungen und so durch meinen Körper wandern und sowas. Und dann will er, dass ich den halt rauskacke. Ah! Okay, dann würde ich sagen, ich danke auf jeden Fall für diese offenen Worte. Ja, und gerne. Und ich hoffe, du hast weiter Spaß an dem, was du machst. Auf jeden Fall. Ja. Ciao, ciao. Also auf Wiedersehen, ne? Ciao, ciao. Ciao.